Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag. Heute mal aus unseren heiligen Hallen, von meinem eigentlich angestammten Platz, aus unserem Fraktionssitzungssaal der Freie Wähler Landtagsfraktion, in dem ich ehrlicherweise selber schon relativ lange nicht mehr war, weil wir aufgrund der Corona-Bestimmungen derzeit immer auf größere, auf andere Räume ausweichen müssen und an unserem eigentlich angestammten Platz nicht mehr tagen können. Deshalb haben wir uns gedacht, kommen wir wenigstens für Frag Fabian mal wieder an den eigentlichen Ort des Geschehens in die Herzkammer von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum zurück. Inhaltlich geht es heute um die Ampel und dabei steht die Frage von der Julia aus Aschaffenburg im Hintergrund, die in der Zeitung gelesen hat, dass wir Freien Wähler uns durchgesetzt hätten mit einer Corona-Ampel für den Bayerischen Landtag und mir jetzt schreibt, worum geht's da eigentlich? Erklär doch mal. Das mache ich, liebe Julia, natürlich gerne auch deshalb, weil es tatsächlich ein Stück weit ein Erfolg von uns Freien Wählern und auch von mir als parlamentarischer Geschäftsführer ist, dass es diese Corona-Ampel für den Bayerischen Landtag jetzt gibt, so wie das der Ältestenrat des Bayerischen Landtags in dieser Woche beschlossen hat. Worum geht's? Im Hintergrund steht das Problem, dass die Corona-Pandemie natürlich auch vor dem Bayerischen Landtag, vor unserem Parlament nicht Halt macht und dass wir deshalb schon seit über einem halben Jahr dauerhaft der Aufgabe ausgesetzt sind, zu definieren, wie wir mit Blick auf das sich ständig dynamisch verändernde Infektionsgeschehen trotzdem einen vernünftigen, einen sicheren, aber auch einen möglichst vollständigen Arbeitsmodus hier im Parlament sicherstellen können. Wir haben das die letzten Wochen und Monate immer geschafft, indem wir sozusagen Woche für Woche interfraktionell unter den parlamentarischen Geschäftsführern aller demokratischen Fraktionen einen Konsens hergestellt haben, uns immer unter dem Eindruck des jeweiligen Pandemiegeschehens verständigt haben, wie wir es denn nächste Woche machen. Alle Demokraten sind sich da immer einig geworden, wenn auch die Verhandlung mal mühsamer, mal weniger mühsam war. Lediglich die AfD hat bisher nicht mitgemacht. Aber jetzt, wo wir wissen, dass uns diese Pandemie, die ja doch die größte Herausforderung der Nachkriegszeit in unserer Heimat ist, wohl noch länger begleiten wird, ist das natürlich auf Dauer kein zweckmäßiger Arbeitsmodus, jede Woche neu zu überlegen und dann am Ende des Tages politisch zu entscheiden, wie es weitergehen kann. Uns Freien Wählern war wichtig, dass das nicht politisch, sondern dass das wissenschaftsbasiert anhand von transparenten, von objektiven Kriterien entschieden wird. Und deshalb haben wir eine Corona-Ampelsystematik für den Bayerischen Landtag vorgeschlagen, um auch sicherzustellen, dass hier im Bayerischen Landtag die gleichen Regeln gelten wie draußen für die Menschen in den bayerischen Regionen. Dass es also keine Extrawürste für uns Abgeordnete gibt. Die Menschen gehen zur Arbeit und wir Abgeordneten wollen und sollen das auch tun, müssen allerdings aber halt auch aufpassen, dass wir nicht durch eine Quarantäne das Parlament handlungsunfähig machen, sodass immer auch alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden können, gerade in dieser Krisenlage, durch die wir im Moment alle durch müssen. Unser Vorschlag war also die Ampel und in der vorletzten Ältestenratssitzung konnten wir dann unseren Vorschlag vorbringen, dass man sich wissenschaftliche Expertise dazu einholt, wie eine solche Ampelsystematik sich darstellen kann. Das hat das Landtagsamt zwischenzeitlich gemacht und Professor Kepler von der LMU in München, der dortige Chefvirologe, hat uns jetzt einen Vorschlag gemacht. So sieht diese Ampel aus, wie sie jetzt vom Ältestenrat verabschiedet worden ist. Sie hat im Grunde nach drei Phasen. Die Phase, die uns am allerliebsten ist, das ist wie im Straßenverkehr, das ist logischerweise die Grüne. Dann nämlich tagt das Parlament im Vollbetrieb und wir Freien Wähler sind der Meinung, dass gerade in dieser Krise unsere Demokratie seine Herzkammer mit voller Schlagkraft braucht. Deshalb wünschen wir uns auch ausdrücklich nach Möglichkeit diesen Vollbetrieb des Parlaments. Das kann laut Corona-Ampel, so wie jetzt verabschiedet, immer dann bedenkenlos der Fall sein, wenn der bayernweite Inzidenzwert unter 35 und der Münchner Inzidenzwert unter 50 liegt. Sollte das nicht der Fall sein, also die 35er-Grenze in Bayern oder aber die 50er-Grenze in München gerissen werden, dann ist es nötig, dass der Ältestenrat, so ist es in dieser Ampel jetzt definiert, weil die Ampel auf Rot geht, sich neu damit befasst, darüber nachdenkt, welche Einschränkungen nötig sind. Natürlich immer so wenige Einschränkungen wie möglich, doch aber so viele wie nötig, um den Parlamentsbetrieb nicht lahmzulegen. Die gelbe Phase, die steht noch dafür, dass unsere Strategie sich ja dort darstellt, dass wir einen bayernweiten Lockdown verhindern wollen und deshalb dezentral versuchen, Infektionsketten sofort früh mit kraftvollen Maßnahmen zu brechen, sodass es also
also trotzdem immer sein kann, dass in verschiedenen Regionen Bayerns der Wert mal über dieser 50er Inzidenz ist. Und wenn Abgeordnete aus solchen Regionen kommen, sind sie ja trotzdem Teil des Parlaments. Und deshalb gibt es diese gelbe Phase, die aussagt, dass Abgeordnete, die aus Regionen mit einer Inzidenz größer 50, also aus einem Corona-Hotspot ins Parlament kommen, nach Möglichkeit das nur tun sollen, wenn es gar nicht anders geht und sich dann idealerweise auch vorher testen lassen sollten. Alles immer mit dem Ziel, einerseits zu verhindern, dass das Parlament lahmgelegt wird, weil sich eine Zahl von Abgeordneten in Quarantäne befindet und man nicht mehr beschlussfähig ist. Auf der anderen Seite aber auch immer mit dem Ziel, das Parlament möglichst vollständig tagen zu lassen. Also jetzt drei Ampelphasen. Solange die Inzidenz in Bayern unter 35 und in München unter 50 ist, solange Vollbetrieb im Bayerischen Landtag, werden diese Grenzwerte gerissen. Eine Neubefassung einer sogenannten Corona-Taskforce, die wir gegründet haben. Ich darf da für unsere Fraktion drin sitzen. Die Präsidentin, der Landtagsdirektor und die parlamentarischen Geschäftsführer treffen sich da in Zukunft jeden Montagmorgen um 8 Uhr zu einer Telefonschalte. Da werden wir gemeinsam dann jeweils die jeweilige Infektionslage uns anschauen und entscheiden, wie der Parlamentsbetrieb mit dieser Kopplung über die Corona-Ampel sich dann darstellen kann für die jeweilige Woche. Ich meine, da sind wir jetzt gut aufgestellt, um durch diesen doch schwierigen Herbst zu kommen, haben eine objektive, transparente und vor allen Dingen eine wissenschaftliche und keine politische Systematik, sodass für den Landtag das Gleiche gilt wie für die Menschen draußen in Bayern. Zusätzlich wird es auch Tests geben hier im Bayerischen Landtag. Wir Abgeordneten werden uns, wie auch die Menschen an den Teststationen in den Landkreisen, testen lassen können hier im Parlament. Alles mit dem Ziel, auch diese Ampel nochmal zu flankieren, dafür zu sorgen, dass es hier im Parlament möglichst sicher zugeht, um handlungsfähig zu bleiben, denn das ist in dieser Krise dringend nötig. So viel, liebe Julia, zu deiner Frage zur Corona-Ampel. Ein Erfolg unserer Freien Wählerfraktion hier im Bayerischen Landtag. Ein Vorschlag, der, glaube ich, gut geeignet ist, um dazu beizutragen, dass auch das Parlament und damit alles, was von den Entscheidungen des Parlaments abhängt und insbesondere die Menschen in Bayern weiterhin möglichst gut durch diese Krise kommen. Kombiniert ist das alles natürlich mit den Abstandsregeln, den Hygieneregeln, mit den letztes Mal in Frag Fabian gezeigten Glaseinhausungen, sodass wir glauben, jetzt im Landtag wirklich gut die Mitte zu treffen zwischen Infektionsschutz auf der einen Seite, Risikominimierung, aber auch Handlungsfähigkeit des Parlaments. Das ist unser Auftrag, ohne Extrawürste, aber mit dem notwendigen Verantwortungsbewusstsein, um weiterhin handlungsfähig zu sein für die Menschen in Bayern, sodass wir gut durch diese Krise kommen. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren. Dann mache ich es wie mit Julias Frage in dieser Woche und kümmere mich nächste Woche um euer Thema. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.